Hier fragt eine Schwester, Suratul Mulk, wann soll man das lesen? Es wird berichtet über den Propheten, dass er niemals schlafen gegangen ist, bevor er nicht Surat al-Mulk gelesen hat. Wallahu ta'ala ala ma'al. Ja, du kannst das abends vor dem Schlafen gehen lesen, bi'idhnillah ta'ala. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiba.